Von zwei Männern will ich euch erzählen. Der eine hieß Mesa Forese da Rabatta und war klein und ungestalt, hatte ein flaches und eingedrücktes Gesicht, kein ansehnlicher Mann war er, doch verschaffte ihm sein großes Wissen der Gesetze Achtung bei allen, die ihn kannten. Der andere hieß Giotto di Bondone. Er besaß ein so ausgezeichnetes Genie, dass er alles, was die Natur geschaffen hat, mit Stift, Feder oder Pinsel so malte, dass es von ihr selbst erschien. Aber wie bedeutend auch seine Kunstfertigkeit war, so war als Person auf keinen Fall schöner als Forese. Nun kam es, dass sich eben jene Männer auf ihrem Rückweg von Mugello nach Florenz zufällig begegneten, und so ritten sie eine Zeit lang gemächlich nebeneinander her. Doch wie es im Sommer häufiger geschieht, überraschte sie ein plötzlicher Regenschauer, und sie flohen so rasch, wie sie nur konnten, in die nahe Hütte eines bekannten Bauern. Als der Regen nach einer Weile nicht aufhörte, sie aber beide noch am selben Tag in Florenz sein wollten, borgten sie sich vom Bauern zwei alte Mäntel aus grobem Tuch. Und da nichts Besseres vorhanden war, zwei vom Gebrauch verschlissene Hüte und trotten schließlich von dannen. Nach einer Weile heitete sich der Himmel auf, und nachdem sie eine Zeit stumm geblieben waren, begannen sie miteinander zu plaudern. Als Forese schließlich Giotto von oben bis unten zu mustern begann und sah, wie ganz und gar unansehnlich und klapprig sein Begleiter doch schien. Da musste er lachen und meinte, Giotto, wenn uns ein Fremder begegnete, der dich noch nie gesehen hätte, meinst du, dass er dich für den besten Maler auf Erden hielte? Darauf antwortete Giotto ohne zu zögern. Ich glaube, Forese, dass er davon überzeugt wäre, nachdem er euch betrachtet hätte und glaubte, ihr könntet auch nur das ABC. Da erkannte Forese seinen Irrtum und sah, dass er mit der Münze bezahlt wurde, die seine Ware verdiente.